Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. In der letzten Folge haben wir ziemlich aufgeräumt. Das kam sehr überraschend, selbst für mich, ganz besonders für mich. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt noch zu machen haben. Also ganz klar, wir müssen uns noch mit einer weiteren Fraktion anfreunden. Zumindest einer sollten wir uns dann zumindest noch verbünden. Das wäre ganz gut, wenn das klappen würde. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, wir haben ganz viele gegnerische Lager zerstört. Da oben jetzt noch angezeigt, die letzten beiden, die wir da aufgeräumt haben. Ich glaube, eins war, glaube ich, das dann so überraschend dazu kam. So das eine Banditenlager, wo ich dann erst noch großartige Planungen machte und dann feststellte irgendwie so, da haben andere Leute schon vorgearbeitet. So, hier wird das noch aufzudeckende Gebiet aufgedeckt. Hoffe ich, dass das passieren wird. Ich weiß gar nicht, bin ich einigermaßen gut zu hören. Ich habe da immer wieder meine Audio-Einstellungen rumgespielt. Das mache ich ganz normal. Und da kommt dann meistens Murks bei rum. Vor allen Dingen so kurz vor der Aufnahme. Das ist immer ganz, ganz toll. So arbeiten Profis. Nein. Mit Sicherheit nicht. Ja, egal. Ich hoffe, ich bin zu hören. Also OBS sagt irgendwie, Ausschlag ist da. Boom, boom, ich habe Ausschlag, Ausschlag. Aber dann weißt du immer noch nicht, wie man zu hören ist. Ich weiß, es gibt die Monitorfunktion, die würde ich auch sehr gerne nutzen. Die Monitorfunktion von OBS. Aber ich habe da eine Wahnsinnslatenz. Das geht gar nicht. So, die Schemen. Ach ja, ich habe hier immer noch ein paar Schemen rum existieren. Da müssen wir uns dringend drum kümmern. Genau, das war die Geschichte. Ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge auch aufgehört, ne, dass ich irgendwie groß gerätselt hatte, wie gehen wir denn mit diesen Schemen um? Und es ging mir dann auch darum, dass ich hier irgendwo Wege frei bekomme, habe dann dafür, damit die entsprechenden Holzfäller tätig werden können. Das ist kein Holzfäller. Dann noch entsprechende Lager. Oh. Ja, die sind fertig und die Holzfäller auch. Ja, so war der Plan. So war der Plan. Upsi. Ja, meine. Bin da nicht böse drum. Die können da ruhig alles wegsäbeln, was sie jetzt noch, nur noch finden an Holz. Hier unten ist ja noch so das ein oder andere. Warte mal, dann machen wir das auch direkt so. Man erst da an der Ecke noch irgendwie mit beschäftigt, aber das Hauptaugenmerk könnte man dann hier so in dieses Gebiet lenken. Und wie sieht es mit ihm aus? Das würde ich dann ähnlich halten. Der kommt allerdings auch nur noch bis dahin, sehe ich gerade. Dann ist hier so da, ne, da bis da und dann ist Feierabend. Vielleicht das, was hier so am Maximum geht, irgendwie noch versuchen wir rauszuholen. Ja, das ist eigentlich so ganz in Ordnung. Cool! Haben die denn überhaupt noch die Möglichkeit oder ist ja alles dicht? War. Heiliger Bimbam. Das ist ja, okay. Vielleicht sollte ich ja doch noch irgendwie so ein Sägewerk hinsetzen. Wäre vielleicht ein Plan. So, Eisentage, Gedingse, genau. Wir haben, bitteschön, wo nochmal die Schemen? Ich weiß es zu beschämen, dass ich mir das mehr nicht merken kann. Da sind die Leute. Die Frage, kriege ich da überhaupt was hin? Ich würde das ganz gerne so machen, wie wir das letztens auch gemacht haben. Das hat sich als eine sehr effektive Vorgehensweise erwiesen. Hier so eine Garnison hinsetzen. Oh, die passt da, die würde auch gerade so da reinpassen, glaube ich. Da geht rechts und links nichts mehr. Ist auch die Frage, ob rechts und links da noch irgendwas gehen muss. Das wäre ja auch nur so eine, in dem Fall auch wieder so eine temporäre Geschichte. Frage. Kriege ich die hier überhaupt irgendwie angedockt? Peer-Ressourcen, ne, die ich ganz gerne abbauen wollen. Da ist auch so was Ressourcentechnisches. Warte mal. Kann ich das jetzt noch? Nee, kriege ich nicht. Nein, nein, mach ich denn?
So. Weg. Ah, das ist Kupfer. Ja gut, da kriege ich auch hier irgendwie noch was hin. Das ist jetzt nicht so das große Thema. Kupfer ist jetzt auch nicht so das, wo ich jetzt sage, wow, wir brauchen unbedingt noch Kupfer. Eigentlich so nein. Eigentlich so nein. So. Dann machen wir das einmal so. Und. In Betracht der Tatsache, dass wir da Ressourcen zum Abbau haben, würde ich dann ganz gerne das vielleicht so machen. Gegebenenfalls hier noch so lang gehen, mich da so lang angeln. Und vielleicht hier noch so eine Querverbindung hinsetzen, wenn das geht. Das geht ja gut. So. Wegetechnisch habe ich jetzt irgendwie ein ganz was Neues gemacht hier. Okay. Ja. Wir wollen da bauen. Wir wollen dies da, wo wir da überall bauen. Moment mal. Wie war das mit dem Bauen nochmal gleich? Dieses komische Baustellencamp ist immer da zu finden. Würde ich das vielleicht hier hinsetzen wollen? So. Okay. Boah. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Gut. Dann hätten wir hier die Möglichkeit, eine Garnison entsprechend hochzuziehen. Die andere, die wir da noch haben. Wenn ich die Dinge so auf der Schnelle finde, das ist ein Militärcamp, das ist auch ein Militärcamp, das ist keine Garnison. Wo war die denn nochmal gleich? Hier. So, hier ist, wie man sieht, definitiv nichts mehr irgendwie großartig an Gegnern. Ich habe hier auch, glaube ich, hier sind nur noch 5 Veteranensoldaten stationiert, so als ne, Absicherung und 10 von diesen Waldläufern, die wir hier in der Gegend eigentlich auch nicht mehr brauchen. Hier gibt es keine Liebe und dergleichen. Dann würde ich die abziehen. Dann würde ich die tatsächlich abziehen. Die letzten 5 Soldaten, die lasse ich da mal stationiert bleiben. Für, ne, einfach mal so für den Fall des Falles. Ja, Moment mal, was wurde da gerade angezeigt? Ich habe Baustellenträger, Planierer und Zimmerer. Mal ganz kurz. Bei mir ist ja immer alles ganz kurz. Träger, Planierer, Zimmerer. Planierer braucht Schaufeln. Zimmerer brauchen Hämmer und Baustellenträger, Rucksäcke. Rucksäcke habe ich keine mehr. Aber eine Schneiderei, die sowas herstellen kann. Ich mache da mal so 20 Stück. Rucksäcke kann man immer mal gebrauchen. So, Moment. Das wird das eine. Ja, dann würde ich sagen, davon mal 10. Wenn wir die schon mal so haben. Hier auch nochmal 10. Ich glaube, das geht. Und dann hätte ich doch hier irgendwo eine Werkstatt, um existieren. Meine mal gesehen zu haben. Bin mir da relativ sicher. So etwas in unserem Repertoire hier haben. Werkstatt. Nicht, ist wieder eine Werkstatt. Schneiderei, nein. Schmelzhütte, nein. Hochofen, Münzbrigerin, was bist du? Weberei auch nicht. Alles Bergbau. Werkzeugschmiede, genau. Die suche ich. Da bist du doch. Sag doch mal einen Ton. Ich würde sagen, einfach mal so auf Verdacht, damit die auch was zu tun haben. Von allen einfach mal 10. Egal. Ist mir jetzt Schnuppe. Wir machen das einfach mal. So, da 10, hier 10. Ne? Damit wir da nicht leer laufen. Und die Jungs und Damen da irgendwas zu tun haben und so. Ne? Ich glaube, ist das keine schlechte Idee. Die sollen sich da mal ein bisschen austoben. Ich tobe mich ja schließlich auch aus. So, hallo Kaffee. Ah, ja. So.
So, hier hat der Kohle und so. Da sind immer noch 4 Einheiten Kohle, die da fröhlich herum existieren. Was ist hiermit los? 10 Wachen, die nichts mehr zu tun haben, weil alles schon aufgedeckt ist, was die aufdecken können, und alles andere ist außerhalb ihrer Reichweite. Dann ziehen wir die 10 Mannequins ab. Und der Teil kann auch weg. Und tschüss. So, dann hätten wir aber hier noch Gebiet aufzudecken. Das ist dann aber hier von wegen mit den Schemen und so ein Problemchen. Ich könnte aber natürlich, das machen wir auch, hier so eine weitere Stückchen. Das ist neu. Und total schön. Hatten wir das schon mal? Und so kurz? Irgendwas Besonderes? Gegnerisches Lager zerstört das? Hä? Also hier, ich habe erst gedacht, neue Musik. Dann jetzt so im Nachhall, weil das so kurz war, ein Jingle für irgendwas, aber ich finde nichts anderes. Also hier in außer diese gegnerische Lager, die das zerstört worden, aber das sind ja alte Meldungen. Okay, was war das jetzt? Bisschen überrascht. So. Würde ganz gerne. Aber hier dann mal so. Ach, nee, Moment. Nee, machen wir nicht. Ich geh mal hier den Weg. So. Und ich würde sagen, wir machen direkt 2. Noch eine hin. Und da war total schön das Stück. So. Kam sehr überraschend. Gut. So. Dann hätten wir da die entsprechenden Bauaufträge. Sollte ich hier auch so eine Geschichte machen, hier von wegen Baustellencamp? Machen wir einfach mal. Die fallen mir immer zu spät ein. Also wenn ich schon die Bauaufträge dargestellt habe, dann denke ich mal so, vielleicht Baustellencamp. Aber das ja hier schon so ein bisschen so, ne, weit vom Schuss ist. Okay. Gut. Ich schaue hier mal, dass ich da irgendwas... Nein. Wo ist eigentlich die zweite Fraktion? Ach da. Moment, ich gucke da mal ganz kurz. Genau, das sind nicht unsere Leute hier, die darum existieren. Das Ding ist so klein, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und da ist die zweite. Ja, die ist mir immer aufgefallen, ja, mit der dicken Umrandung da, mit der dicken Grenze. Die habe ich mal gesehen, das ist mir hier immer so ein bisschen durchgegangen. Okay. So. Rekrutierung abgeschlossen, Gildehaus bietet auf Aufträge, das ist sehr schön, das heißt, das hat alles wunderbar geklappt. Sehr gut. Dann, wie sieht es hier häusertechnisch aus? Ich könnte etwas Wohnraum gebrauchen, sehe ich gerade. Neuer Wohnraum ist nie verkehrt. Vielleicht mal so ein großes Wohnhaus noch irgendwo hinzimmern. Beispielsweise, Entschuldigung. Der Kaffee. Beispielsweise hier. Aber gut. Machen wir einfach. So, neues Wohnhäuschen in Planung. Auch hier dieser Wachturm vermeldet irgendwie so, ja, wir haben die Grenze unserer Möglichkeiten hier erreicht. Wurde werden entlassen und Wachturm wird entlassen. Jo, wird damit. Schwuppdiwupp. Okay.
So, oh. Die gute Garnison ist fertig. Da habe ich jetzt aber gepennt. Da habe ich aber voll gepennt. Draufgänger. Wir brauchen da 25 Draufgänger. Er sagt mir, 11 sind unterwegs. Da müsste ich erstmal so ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Da sind Wachen. Da sind die Soldaten. Richtig. Hier habe ich 25 Draufgänger. Da würde ich dann so erstmal auf 14 abziehen. Muss man hier auf 11 kommen, ne? Ich habe nicht gerechnet. So. Toll. Voll blamiert hier. Oder ich noch den ganz abreißen. Oder ich gehe hier direkt auf 10. So der Geiz. So der eine da. Was ist hier los? Das ist okay. Das ist auch okay. Weil eigentlich brauche ich die Draufgänger gar nicht mehr. Aber ich denke, wenn ich mal so 10 festhalte, ne, die da in der Garnison rum existieren, dann passt das ganz gut. Die Schemen, die machen sich da unbeliebt. So. Genau, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nadelholz, zerstörte Grabstätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur eine, dass hier nur eine zerstörte Grabstätte existiert. Siehst du, es sind zwei, wenigstens zwei. Da sind die anderen Kollegen. Ja. Weißt ich gehe auf Nummer sicher, wie ich das ganz gerne immer mache. Ich setze hier noch so einen Wachturm hin. So. Der soll dann die letzten 10 von den Kollegen da aufnehmen und gut ist. Machen wir das ganz einfach so. Fertig ab. Ich habe keine Eile. Ich kann mir da Zeit lassen. Wie sieht es hier aus? Sehr gut. Gefällt mir. Das Teil ist noch im Bau. Genau wie beiden Gebäude. Alles klar. Tschüss, Kaffee. Tschüss, Kaffee. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Achso, jetzt haben sie das zweite. Dass wir selber, ja, wir hier alle, durch eifrige Suche entsprechend entdeckt haben, was haben jetzt unsere Leute da vor Ort auch letzten Endes gefunden. Ich wollte noch mal ganz was anderes schauen. Moment mal, wir haben doch hier so eine Handelsgeschichte, meine ich. Und ich glaube, die haben nichts mehr zu tun. Die sind da hinten. So, aktiver Handel. Ist der Handel abgeschlossen? 38. Moment, Augenblick mal. Wie sieht das hier aus? Soweit ganz gut. Mach du mal so 40 Eisenlanzen, einfach mal so. Kohle ist, da ist immer noch ein bisschen Kohle. Dann. Ja, aus.
Hatti, wo ist die, wo ist die? Hatti, Hatti, wo ist Hatti, Hatti? Ist wieder vollkommen. Abenteuer, bla bla bla. Rüstungsschmiede, Schmiede, nein. Ich suche mir hier mal einen heißen. Das ist furchtbar. Handelsposten. Nee, auch nicht. Also einen Handelsposten da kann man hinsetzen, damit die Leute da eine Möglichkeit haben, sich auszuruhen. Nicht verkehrt, ne? So, wo ist denn jetzt die Münzprägerei durch? Da. Wo nicht gleich so. Bäckerei, Münzprägerei. Ah, ja, ich weiß, dumm. So, Münzen, ja, aber bitteschön Silbermünzen. So, dann haben wir das auch. Was müssen wir noch machen? So, ja, den Außenposten versorgen, also. Der benötigte nochmal was? Hasenfleisch. Hasenfleisch. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall, glaube ich, noch drum kümmern müssen. Ich meine, ich hätte das auch schon mal irgendwie angesprochen in einer von der letzten Folgen, dass ich mich dann um das Hasenfleisch kümmern muss. Das habe ich jetzt vollkommen verpeilt. Kein Problem. Dieses und weiteres wird geschehen dann ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt. Danke für eure Unterstützung, danke für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank und ich bin dann erstmal wieder raus. Wir sehen uns dann, wie gesagt, hoffentlich in der nächsten Folge wieder und ich wünsche euch alles Gute, nutzt und genießt die Zeit.